Ich kann dem Char nicht böse sein. Ich kann dem Char bei sowas nicht böse sein. Es sieht einfach immer cool aus. Es ist einfach sick. Jetzt vor allem am Ende mit dem Downsmash finde ich scheiße. Es ist einfach clean. Ja, das sieht super aus. Aber er hat auch zum Beispiel hier Up-Air, Dragdowns to Downthrow nochmal und keine Ahnung. Also das ist einfach so eine Joker-Kombo, finde ich super. Ja, aber also währenddessen haben wir schön ein bisschen Persona-Theme. Mhm. Auch was Schönes mit dem... Super Themes in dem Spiel, by the way. Persona, ja, super, super Game. Persona ist so gut. Also ich muss mir selbst auch noch geben, zumindest den fünften Teil. Mhm. Aber sehr empfehlenswert. Also ich höre nur Gutes. Ja, ich auch. Deswegen. Deswegen, ja. Oh, ja. Muss man sich auch mal anschauen. Nächstes Match, Dark Thunder gegen Sonic. Sonic. Dark Thunder, ja. Auch einer der Tops tatsächlich. Ja, Tops. Sehr starker Spieler, sehr starker Bowser vor allem. Alleinhändig pusht der Bowsers Meta in Deutschland zumindest. Mhm. Und er ist aber so gefährlich. Hat ja so ein bisschen was... Im Stil hat es so ein bisschen was von Honk. Er ist gerne mal sehr aggressiv, ja, aber dabei so gechillt. Du kannst ihn nicht aus der Ruhe bringen. Ja, es ist einfach so, Bowser ist halt einfach auch so ein Charakter, der ist einfach unglaublich stark. Also in seinen Händen ist es ich unnormal. Meine, allgemein, Bowser macht so viel Schaden. Eigentlich schon. Er macht einen Nährwert, macht 30%. Ist, also die beste Illustration von Bowser. So, ja. Wir hatten noch nie einen besseren Bowser. Mhm. Am Anfang auch diese Diskussion von, oh, wie gut ist Bowser denn wirklich? Ich bin nach wie vor der Meinung, dass er halt eben jetzt schon über dem Durchschnitt ist. Ja, auf jetzt jeden nicht, Fall. Ich denke schon so high tier. Ja, also wirklich. Er ist halt nicht so weit oben, finde ich, weil er ist halt, sein Disadvantage ist halt schon sehr, sehr schwach. Ja. Aber meistens hat man halt Angst vor dem. Und onstage, ja, genau, wenn du dein Zeug richtig machst, dann bist du gut dabei. Ja, ich finde halt, er kann den Disadvantage eigentlich ziemlich ausweichen, weil er hat halt Tough Guy, kann er aus Rapid Jabs durch, er hat halt Landing-Mix-Ups mit seinem Down-B, das Shield-Break, der hat Down-Air, um seine Momentum anzupassen. Er hat halt Side-B, er pressert dich einfach im Shield und dann hat er den Command-Grab, um dein Shield zu also durch dein Shield anzugreifen. Also er ist einfach so ein Charakter, der dich komplett pressert vom Anfang des Sets bis zum Ende und der einfach so schnell auch einfach ist, dieser Dash. Also und er hat einfach so starke Moves. Also Bowser generell sehr underrated, sehr starker Charakter. Ja, also stark auf jeden Fall. Er ist halt einfach so ein Charakter, der ist immer scary. Aber ich frage mich jetzt, wie sich Bowser gegen so einen schnellen Charakter wie Sonic Das ist halt die Frage. Sonic? Weil Sonic ist halt wirklich dieser Rushdown-Charakter mit vielen lingering Hitboxes, die Bowser durchaus mal catchen können. Ich glaube, es wird halt sehr viel darauf hinauslaufen, wie die Vorhutter ersetzen werden von Sonic. Ja. Weil die Vorhutter von Sonic ist ein Move, der nach wie vor ziemlich gut ist. Nicht so gut wie, also jetzt overall Sonic, nicht so gut wie in Smash 4 leider, zumindest was den Stil angeht. Wegen Shield Cancel. Ja, also Shield Cancel und generell halt auch einige Aerials und sowas. Aber Sonic hat schon oft genug bewiesen, dass Charaktertreue sich lohnen kann. Jetzt zum Beispiel, wann war das? Das erste Argon, glaube ich, hatte der ein sehr gutes Play. Zweiter Platz wurde der, glaube ich. Ja. Also ja, solche Sachen, genau, zweites Argument war das. Solche Sachen könnt ihr euch sehen lassen. Jetzt hier auf Kalyptus, mal gucken. Jetzt nach einer Weile sieht man den mal wieder on screen. Ja. Ist auch jetzt in Winner's Side, also ja doch, Winner's Side Pool-Finale. Also mal schauen, der könnte das nach Hause holen. Es wäre ein huge Win. Genau, das wäre indeed ein huge Win, aber beide Charaktere haben halt ihre Gimmicks. Ja. Sonic hat halt seine Geschwindigkeit und Bowser hat einfach seine starke Defensive mit dem Up-B out of Shield und seine Super Armor und generell seine starken Aerials, die sehr, sehr früh killen. Also ja, wird ein sehr, sehr interessantes Neutral. Also ich werde mich freuen drauf. Ich bin offen für alles. Also auf jeden Fall, wie du schon meintest, zwei, ja doch, exotische Charaktere so ein bisschen. Auf jeden Fall. Wie alle Picks fast schon heute. Ja, genau. Weil Sonic vielleicht ein bisschen mehr als Bowser. Bowser sieht man in letzter Zeit ja ziemlich oft. Jetzt vor kurzem Amerika, der genau, Leon. Der sehr, sehr gut hat. Er hat seinen Flug nach Evo verpasst. Hast du das mitbekommen? Das ist hart. Er hat seinen Flug nach Evo verpasst. Das ist einfach verschlafen. Das ist fucking hart. Ja, das ist sad. Ach ja. Ja, das ist... So kann es passieren. Ja. Naja, da muss jetzt Dark Thunder herhalten. Mit dem Bowser-Gameplay. Aber ja, mal gucken. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie das Match wirklich aussehen wird. Ich kann es nur auf Paper beschreiben. Was ich aber weiß ist, das wird ein Blast. Das sind zwei gute Spieler. Also let's go. Ja, auf jeden Fall. Let's go. So, Button-Check. Let's go, Button-Check. Da freut man sich doch immer. Man weiß halt nicht immer, aber hey, gehört auch dazu. Jeder hat das Recht dazu, Button-Checken. Also hey, da bin ich der Letzte, der was einzuwenden hat. Ja, ja, genau. Zip, zip. Ja. Ah. Sonic auch so ein Charakter, der hat viele komische Advanced Techniques, kann er irgendwie so einen Spin-Dash-Shot machen oder wie man auch so immer so macht. Also ich bin auch so rausspringen, dann springt man nach vorne. Ja, ich bin auch nicht so ganz bewandert, aber wie gesagt, genau die beiden most notable changes sind halt eben, wie die Side B jetzt funktioniert, halt der Unterschied zwischen der Down-B Multi-Hit-Side B und der Side B-One-Hit-Side B. Ja. Und vor allem sein Neutral B, was wahrscheinlich der auffälligste Change ist. Mhm. Kannst du jetzt halt aufladen, man sieht actually, wohin er hinfliegt. Ja. Und wenn auch manchmal inconsistent und viel zu viel Lag, es ist
da, wo es gut sein muss, ist gut. Ja. Sagen wir so. Ja, man kann halt nicht mehr wirklich defensiv. Also Sonic war ja der Camp-Charakter schlechthin in Smash 4, weil er einfach so gut mit der Engine funktioniert hat und einfach die ganze Zeit Spin-Dash into Shield-Cancel gemacht hat und die ganze Zeit einfach dieses Shield abused hat fast schon. Ja, aber auch generell Aerial-mäßig halt sauguter Charakter jetzt, vor allem Edgeguarden und so. Und in Smash Ultimate hat man den jetzt noch gar nicht so oft gesehen, diesen Charakter. Nee, aber er hat auf jeden Fall wirklich ein paar Tools. F-Smash, unglaublich stark von Sonic. Und die Range davon ist wirklich unglaublich. Also Sonic ist auf jeden Fall einer der einer der einzigen, die da noch bei Sonic geblieben sind. Die meisten sind halt schon weggeswitcht. Ja, ja, man sieht es. Also man sieht, fängt jetzt schon an zu sehen, wie es aussieht. Also Sonic versucht wegzurennen. Wie so, das sieht aus wie so ein Katz-Maus-Spiel. Genau da bei der Nuchibi. Da, ich glaube, Dark Thunder weiß, dass er sehr viel Leck danach hat. Einfach F-Smash abwehren. Treten. Do it again. Okay, noch besser. Do it again. Einfach die Upbeat. Okay, ja, die Upbeat von Bowser ist einfach einer der besten Upbeats out of Shield im Game. Intangible die ist teilweise und einfach so stark. Oh ja. Aber ich sehe schon, in welche Richtung dieses Matchup verläuft. Es ist so eine Sache für Bowser, aber wenn er den Hit bekommt, Sonic. Oh mein Gott, da war gerade ein Starter für die Down-B. Hätte das getroffen, wäre es fatal gewesen. Versucht er, den mehr Into Backer zu bekommen. Dante war es tatsächlich. Ja. Hat mich auch gewundert, dass er nicht getoughgeilt hat. Backer war da wohl ein bisschen zu stark. Ja. Wer es halt nicht weiß, bei Bowser mit Tough Guy, je nachdem welchen Move er raushaut, kann er eine bestimmte Art von Prozenten tanken. Auf jeden Fall, ja. Also erstmal, wenn er nichts macht, ist er so 1, irgendwas Prozente. Bei Downtilt sind es irgendwas mit 3, beim Down Smash kann er am meisten tanken. So genau, das ist dann sogar, das ist dann gar kein Tough Guy mehr, das ist einfach Armor. Genau. Down Smash hat einfach super Armor. Genau, diese Fairs. Wenn die sitzen bei Sonic, das sind die Momente, wo du Bowser catchen kannst. Weil Fair einer der wenigen Moves bei Sonic ist, die da halt durchgehen active können. Sind, ja, und active sind so lange. Genau. Man macht da ab B, aber trifft leider nicht, aber ist unpunishable so, wenn man es perfekt macht. Oh, Tech Cancel. Was war das denn? Das sah interessant aus. Ja, das war ein komischer Trade. Auf jeden Fall. Oh, Upshield. Haut ihn einfach raus. Der Move hat auch Armor, also das hat irgendwie alles irgendwie Tough Guy. Ja, genau. Also Tough Guy macht halt echt viel aus. Das ist halt schon fast Armor wie jetzt manchmal. Mhm, ja. Also ich kann es verstehen, wenn er die Nutribe bekommt, das ist ein 30er-Chunk, der dabei rumkommen kann. Also, ich sag's mal. Also, auch wenn es nur 18 sind, ist es halt immer noch so gut. Ja, wundert mich, dass Dark Thunder nicht so oft für die Up-B out of Shield geht. Obwohl Sonic halt immer ihn umrennt mit der Charge Attack. Ich glaube, er respektiert aber auch einfach den Speed von Sonic. Und auch hier wieder, er hat so viel Lag nach der Nutschibi, wenn sie halt whifft. Aber Dark Thunder mit sehr, sehr viel Rage. Eine Back, er könnte jetzt den Stock nehmen. Es ist einfach so scary. Immer Bowser, er hat halt einfach diese Option, die man nicht erwartet, aber die kommt dann einfach trotzdem. Sehr guter Jump. Oh mein Gott, es ist Chase, der läuft. Es ist so gruselig. Die ganze Stage trembled. Ich dachte, er macht einen Reverse Edge Guard. Ja, das ist immer gut möglich in diesem Spiel. Da sieht man das auch öfter als in zum Beispiel Smash 4. Ja. Ja, geht jetzt hier nicht wirklich auf die Command Grabs, weil Sonic einfach zu schnell ist. Geht den ganzen Hitbox nach. Sehr mutig. Fährt einfach rein mit der Abwehr. Ja, der Callout war auf jeden Fall da, also sehr mutig. Ah, das wir killen. Bei 188, selbst ein Bowser wird das früher oder später killen. Ja. Ja, Bowser versucht hier. Dark Thunder muss hier irgendwie jetzt reinkommen. Benutzt hier den Side-V, macht einfach mal 30% auf den Deckelboot. Committet er? Ja, ist jetzt an der Ledge, keine Intangibility mehr, aber kriegt dann nicht den Read. Mhm. Ja, weil er muss jetzt aufpassen. Tendenziell sieht es auch nicht so schlecht aus für Dark Thunder, der kann das auf jeden Fall noch turnen. Der muss halt erst eine Ahnung von Sonic bekommen. Ja, Sonic auch so ein Charakter, den sieht man halt einfach nicht oft. Also das Matchup. Und es ist halt einfach auch so unterschiedlich von Smash 4 aus. Das hat er vorher auch gemacht nach der Side-Beam. Das wird er nicht nochmal machen. Ja. Hat ihm einfach geslashed und dann war es das schon mit deinem Stock. Es wird eine Conversion. Sollte Bowser diese eine Conversion kriegen, dann sieht es dunkel aus. Guck mal, jetzt noch einen Move und er ist wieder neutral. Ja, und die, oh mein Gott, da ist es schon. Es ist even. Gameplay wieder even, ja. Es ist einfach even. Bowser kann jetzt... Oh! Okay. Okay. Ja, da war natürlich. Was war das denn? Er ist halt crazy. Wollte irgendwie upsmashen, aber hat irgendwie doch Startup Frames gefetcht. Von Sonic, das habe ich noch nie so gesehen. Das war irgendwie... Gesund auf einmal. War das irgendwie ein Advanced Tech oder so, dass das so komisch gerollt ist? Ich weiß nicht, aber hey, gibt's was zum Anschauen. Das sah irgendwie merkwürdig aus. Covert auch sehr viel mit der... Ach, das ist einfach die Side-B der Luft, die so diagonal runterfällt. Das sieht irgendwie sehr komisch aus, ja. Indeed. Ja, aber das ist halt das Lustige, wenn man Char nicht so oft sieht und die Backup wird nicht ganz killen. Nee, es ist Bowser. Bowser stirbt nicht. Was schade ist. Ist da Force runterzugehen. Etwas zu tief gegangen, aber hier auch wieder Best of 5. Dark Thunder ist dafür bekannt, dass er gerne auch mal Reverse sweept. Aber mal gucken. Also auf jeden Fall auch allgemein so ein Charakter, der auch gerne mal Reverse sweept, ne? Ja, vor allem bei Bowser. Und auch hier wieder Dark Thunder immer noch mehr oder weniger der Kalyptus
ich sag's mal, Titelverteidiger, hat ja das letzte gewonnen. Ja. Deswegen kann er hier ja vielleicht so ein Double holen, ne? Ja, das könnte schon so ein auch wenn die, sein. Auch wenn die Gegner im Durchschnitt natürlich nochmal ein Kaliber weiter ausgeprägt sind. Aber ja. Hey, möglich ist es immer. Bowser so. Kennt man auch in den anderen Regions nicht. Ja, jetzt kommen wir hier zu den Buns. Ja, was... Ja, mal gucken, ich kann es mir nicht vorstellen. Also vor allem in diesem Matchup, ich weiß nicht, wie Dark Thunder bannen würde gegen so einen Charakter. Mhm. Vielleicht will er echt wirklich auf kleinere Stages, aber ich kann mir das beides vorstellen, weil größere Stages, da kann halt Sonic einfach wegrennen. Mhm. Und auf kleineren Stages ist Sonic halt gezwungen, wirklich zu fighten. Ja. Aber auf Close Combat mit den Frames von Sonic zu fighten, ist halt auch wieder so eine Sache. Es kann halt immer in beide Richtungen gehen. Also kleine Stages haben halt immer Nachteil und Vorteil. Und jetzt gehen sie auf Unova. Interessanter Pick. Unova sind wir auch ein bisschen relativ häufiger. Großer Stage. Also ich kann mir vorstellen, auf jeden Fall einer der Comfort-Picks für Dark Thunder. Vor allem als Bowser auch. Ja. Ich weiß, er hat noch einen Snake in der Hinterhand. Ja. Dark Thunder hat auch einen Snake. Sieht man, wird man wahrscheinlich auch nicht so oft sehen, einfach weil Bowser ihm bisher so viele gute Results gebracht hat. Und ich glaube auch hier macht es nicht so viel Sinn, da zu switchen. Ja. Aber wenn, möglich ist es. Bowser auch einfach so ein guter Charakter auf dieser Stage. Einer der wenigen Charakter, die wirklich auf der Plattform da oben trotzdem noch pressuren kann mit einem Up-Tilt. Er reacht einfach mit einem Up-Tilt die ganze Plattform. Ja. Und Bowser generell ist einfach sehr stark auf dieser Stage. Das wird wehtun! Oh, das Feuer tut immer so weh. 50% einfach von einem Neutral-B. Ja, der speit die Echse. Inzwischen tut der ziemlich weh. Verbrennung im dritten Grades. Das Mindeste. Jetzt so. Sonic's ziemlich patient gerade. Ja. Springt einmal aus dem Spin-Dash raus, um ein bisschen zu baiten. Er macht Altana halt schwer. Hat ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Shield-Cancel, aber er springt halt raus. Hat halt viel mehr Commitment als in Smash 4, das jetzt zu canceln. Oh ja. Ah, das hurts. Oh, jetzt hat er wenig Legend Visibility. Er hat nicht das Gimmer-Video gesehen. Ach ja. Das Gimmer-Video. Möchtest du erklären vielleicht? Ach so, ja, wenn man in dem Spiel länger in der Luft bleibt... Oh. Is he dead? Nein, okay. Das wär's jetzt. Aber ja. Wenn man in dem Spiel länger in der Luft bleibt, während man recovered, kriegt man mehr Ledge Intangibility. Und wenn man einmal getroffen wird in der Luft, wird der Timer resettet. Das heißt, wenn Bowser sein Neutral B unter die Ledge haut und man getroffen wird, werden seine Advantage-Frames an der Ledge resettet. Das heißt, man kriegt weniger Intangibility. Und das wird dann halt auch noch durch die Prozente, die du allgemein hast, das berechnet sich dann so. Und da der halt schon relativ hohe Prozent hat und dann Neutral B getroffen hat, konnte ihn einfach mit dem F-Tilt direkt clean in Stock nehmen. Yep. Und damit rechnen halt die meisten nicht. Und dieser F-Tilt hat ihn halt eben dieses Momentum geschenkt, was er jetzt gerade hat. Ja, genau. Weil dieser ganze Stock war so clean gespielt. Ja. Oh mein Gott. Aber auch hier wieder Sonics. Confidence Spike hat er nötig. Laune, Up-Throw wird noch kommen in den Prozenten. Ja, benutzt hier sehr schöner Empty Hop Up-B. Gott, das ist so gut. Daxander hat jetzt so viel Composure erlangt. Oh. Er macht einfach F-Smash. High Recovery. Bowser juckt einfach nicht. Er kriegt einen Schlag. Aber er fliegt einfach nirgendwo so hin. Das ist krass. Das ist schön, nicht schlecht. Schön Spein. Bowser jetzt hier wieder in einer sehr komischen Lage. Hat halt nicht die schnellsten Frames, um mit Sonic mitzuhalten. Mhm. Aber hier die Up-B out of Shield, die muss er, glaube ich, mehr benutzen, einfach gegen die Side-B, wenn er im Shield ist. Oh, das tut da weh. Ist sie jetzt wieder. Jetzt ist er wieder an der Ledge ohne Frames. Er tilt. Ah, benutzt die Up-B. Ja, sehr gute Entscheidung, though. Ja, hat's gecovert. Er macht sich bereit. Oh my goodness. Ich meine, es ist ist eine riesen Hitbox und es geht an die Ledge, also warum nicht? Ah, sieht nicht gut aus für Sonics. Aha. Er kann dann noch so schnell sein. Ja. Downtilt hat irgendwie nicht unter den Ledge getroffen, glaube ich. Edgeguard. Interesting. Sonic hängt ziemlich tief an der Ledge, muss man sagen. Aber wenn er jetzt ist halt Big Trick, also ist immer noch ein sauschneller Grab. Mit dem Pivot-Cancel abzählt, wahrscheinlich wird er dafür öfter mal gehen. Oh, ja, da war's. Ja, zu lange an der Ledge hatte schon sau viele Prozente, da muss er schneller entscheiden. Ja. Sehr gut getimed. Second Hit von Downtilt auch noch, also... Ja, der stärkere Hit, jo, der halt dann auch sehr clean den Stock nimmt, wenn man zu lange an der Ledge hängt. Oh ja. Also muss man auf jeden Fall respekten, den Second Hit vom Downtilt von Bowser. Macht sehr viel Prozente, macht sehr viel Knockback. Tut halt einfach weh, wenn man es abbekommt. Oh ja, indeed. Aber ist halt auch einfach so ein Move, den erwartet man nicht. Man denkt jetzt, okay, ich bin an der Ledge. Er kann Neutral B machen und Down Smash. Ich hänge jetzt hier eben ein bisschen, warte vielleicht auf eine Option. Weil er macht auch öfter einfach mal F-Smash. Vielleicht hat er auf so eine Option gehofft, damit er Free so get up bekommen kann. Covert halt auch eine aggressive Option, weil er da halt durchhittet. Mhm. Stimmt, weil er hat ja Armor. Genau. Ja.
Aber ja, mal gucken. Also 1-1 sah doch schon, ja, war eine ziemlich starke Performance von Dark Thunder, wenn man so sagen möchte. Ja, auf jeden Fall. Bowser hat einfach so einen Charakter. Du kannst sehen, es kann in beide Richtungen gehen. Jetzt in dem Match zum Beispiel, da tut Bowser einfach teilweise richtig weh. Also eine Conversion und das kann einfach Stock nehmen. Oder du bist einmal in der Ledge und dann kommt der F-Tilt, ja, der by the way auch Armor hat. Ja, wie gesagt, alle, wie gesagt, unterschiedlich Armor natürlich, je nachdem. Das war, ist die Tough Guy Armor, glaube ich. Ja, die Tough Guy Armor, die dann von dem... Oder er hat sogar Heavy Armor da drauf, ich weiß gar nicht, wie das genau ist. Also jedenfalls Tough Guy, das sich halt berechnet aus dem Move, den er macht und den Prozenten, die er einstecken kann. Also ja, gute Passive Ability. Ich habe letztens herausgefunden, dass Bowser wirklich durch jeden Rapid Jab bei jedem Prozent einfach durchrennen kann. Also wirklich teilweise bei 200% kann er noch durch Rapid Jabs durchgehen. Ja. Interessiert es halt einfach nicht. Ja, deswegen Rapid Jab könnte der sicher so tot sein. Ja. Ach komm, sehen wir Yggdrasil vielleicht? Ah, schade. Ist leider nicht legal, aber ich finde die Stage... Also ich meine wenigstens Battlefield-Version. Hey, ich finde die Stage ist wirklich allgemein sogar ziemlich legal. Aber die hat halt, die Transformationen, die halt kommen auf der Stage, sind alle RNG. Das heißt, es kann immer eine andere passieren. Aber es gibt 3 oder 4 verschiedene, aber die können halt random passieren. Ja, das heißt, das könnte sogar eigentlich ein Counterpick sein, weil du kriegst eine von 4... Ja. Ist halt ein bisschen RNG, aber im Moment ist eh viel RNG in dem Spiel. Also ich meine, es ist ein Fall für die Tios, I guess. Aber ja, Battlefield, Triplets. Sehr gut für Sonic, rein historisch, auch wenn er jetzt gerade massiv kassiert. 43% in 5 Sekunden. Have fun. Oh mein Gott, ey. Diese Neutral. Oh mein Gott! es hat bisher immer gemisst, aber man hat immer wieder Angst. Ja. Man weiß halt nicht, wann es kommt. Dark Thunder, ey. Immer tendenziell. Ihm ist einfach alles egal. Jetzt hier wieder eine. Oh Gott! Dark Thunder, hör auf, ey. Mein Herz. Na, Chase? Schöner, Oh, ja, oh mein Gott, er walked, ey. Oh mein Gott, ja. Hatte dann jetzt nicht mehr viele Friends. Oh, das killt. Das hat er. Top-Plattform Battlefield. Aufgelenkt. Counterpick auf einmal ziemlich gefährlich. Auch wenn es immer noch gut für Sonic ist, natürlich, aber. Ja. Es ist schwierig. Das ist halt wieder Bowser. Ne? Man sieht Bowser haut dir einfach manchmal so aufs Gesicht, du weißt gar nicht, was abgeht. Mhm. Also selbst die Spitze macht halt 5%. Ist das stark, ne? Ja, ist halt. Wenn du das vergleichst mit vorigen Teilen, war der Move ja echt useless. Also jetzt ist er wirklich ein gutes Sonic-Tool. Oh ja. Oh, geht er einfach durch die Spring durch? Genau, da kann er halt nicht wirklich damit edgeguarden. Da muss schon eine Backer oder eine Fair hin. Ja. Aber ist allgemein in dem Spiel ziemlich nervt. Also die Hitbox von dem Spring ist gar nicht mehr so gut. Oh, aber es geht gut genug. Gut genug. Genau, wenn ich darüber rede, ne? Ja. Man kennt's. Aber ja, wie gesagt, in solchen Fällen beim Startup kann es halt natürlich immer noch helfen. Ja. Ja, halt auch so ein Tag, den man nicht erwartet, einfach, dass man bei der Spring Stage spiked wird, erwartet man halt einfach nicht. Hat wahrscheinlich auch gedacht, dass er nach rechts fliegt. Ja, Side B tut immer so weh. Macht 22% jedes Mal, wenn er einen schmeißt. So viel Base-Knockback und einfach, es haut dich einfach in so eine miesige Lage. Es haut sich offstage in die Luft. Bowser ist einfach so gut in Ledge-Trappen. Oh mein Gott. Fair into Shield, sehr gute Entscheidung. Ja. Ja, Sonics muss hier ein bisschen cross-uppen. Es ist halt easy kommen und kommen, ey. Ich hätte auf Frame 3 oder so war das ja auch sehr schnell. Ja, hier ist wieder das Feuer. Oh. Rolle gecovert. Oh. Big Smoke kommt durch. Big Flame Breath. Oh wow. Jetzt geht's aber. Jetzt ist er auch mutig, was die Entscheidung angeht. Ja, wollte den Jump catchen wahrscheinlich. So, Edge Guard. Abbeam. Ja. Ja, guter Delay für den für die letzte Situation. Oh Gott, Backer whiffed. Genau, hat Sonic er mit dem Jump gemacht. Guter Spotter, Sportout. So, und jetzt Push. Einfach draufgesetzt. Ein bisschen zu mutig. Hat den Drift wahrscheinlich falsch eingeschätzt. Interesting. Interesting Option. Einfach eine Down, ja, das meine ich halt. Bowser hat halt immer noch diese Option in seiner Disadvantage. Ja, ja, ja. Die dich einfach überraschen. Man muss halt Angst davor haben. So will ich es auch erscheinen, dass er halt einfach nur nach unten fällt. Nur schnell und tödlich. Ja, man muss ihn halt gleichzeitig juggeln, aber man muss auch aufpassen, wenn man ihn juggelt, weil er halt immer noch diese Option hat, die er einfach mal komplett aus dem Gameplan rausschmeißen kann. Du willst ihn halt wirklich horizontal halten. Vertikal muss halt echt aufpassen, auch bei Down Air. Auf jeden Fall. Jetzt bei dem Patch funktioniert er auch etwas anders. Der fliegt ja nicht mehr so komisch in der Luft, sondern descendet. Genau, das haben die ja komplett rausgenommen. Vorher hat sie diese komischen Stall-Down Airs. Jeder mit Down Air konnte so lustig in der Luft stallen. Mit Zero Suit geht es noch immer ein wenig. Die konnte ja komplett in der Luft einfach stehen bleiben. Ja. Das geht jetzt nicht mehr so. Double Down Smash hätte ihn etwas früher losgelassen, wäre es das gewesen wahrscheinlich sogar. Ja, eine Backer killt jetzt bei der Rage. In etwa. Weil Sonic gerade auch mit vielen killt, wie zum Beispiel in F-Smash. Der neue Signature-Move, würde ich schon fast sagen, von Sonic. Ja. So groß wie der ist. Der Sonic Punch. Oh, aus dem Jump noch geht es? Das weiß er. Das weiß er. Ja. Ja.
Da geht er einfach raus. Sonic hat doch nicht allzu viele Optionen. Er muss einfach low gehen wegen seiner Recovery. Ja, und wenn er keinen Jumping hat, kann er keinen Spin-Shot machen oder wie das heißt. Ja, eben. Und selbst wenn die Fair halt nicht hittet, dann muss er von weiter unten kommen. Und dann wird er doch schon die Stage gehen. Und ja, da ist Dark Thunder wahrscheinlich schon da und macht einen Down-Tilt oder Down-Smash oder sowas. Genau. Aber ja, vorbei ist natürlich noch nicht. 2-1 für Dark Thunder. Crowd ist auf jeden Fall auf Sonics Seite größtenteils. Ja. Aber ja, deswegen mal schauen. Mhm. Ja, gehen wir jetzt auf Carlos. Carlos auch eine große Stage. Wahrscheinlich hat sich Sonics gedacht, ja, auf kleinen Stages mit meinem Plattform Player 3 denkt sich, Bruder, da muss ich mitspielen. Luda Pro Control. Vader Knights. Nee, also Carlos, wie gesagt, er hat sich wahrscheinlich gedacht, auf den kleinen Stages kriege ich übelst aufs Maul. Ja, vielleicht einfach mal auf größere Stages gehen, um zu... Carlos, große Stage, Plattform, da kann ich einfach... kann ich Bowser einfach mal ein bisschen... einfach vor ihm weg. Ja, ja. Weil ich sag, Carlos ist halt so ein Ding. Ist halt auch prinzipiell nicht so schlecht für Bowser, wenn man halt auf das Stage-Layout guckt. Mhm. Aber ja, mal schauen. Ah, hier auch wieder. Immer zu Beginn. Der gute alte S-Mash. Der Dropkick. Oh ja. Ganz, ganz, ganz lange Faust vor allem. Ja. Ich habe mal einen Twitter-Clip gesehen, da hat Sonic mit seinem F-Smash und Bayonetta F-Smash outranged. So muss das. So muss das. Ehrlich jetzt, der braucht das. der braucht das, er kann das durchhaben. Und ah, die Berger leider fair time. Er hatte den guten Callout. Er hatte den guten Callout. Die Berger hat auf jeden Fall gekillt. Ja. Sehr gute Entscheidung, nachdem auch übrigens, da jetzt nicht für einen Jump, sondern für einen Spring zu gehen, also um eine Hitbox da zu lassen. Ja. Hat nicht damit gerechnet, der Dark Thunder. Das stimmt. Ja, aber er kriegt den öfter hier mit dem Side B Cross Up into Neutral B. Da das Timing, da kriegt Dark Thunder einfach irgendwie das Timing noch nicht ganz hin für den Punish. Mhm. Auch hier wieder, ah, schön. S-Tier Get Up Attack. Ja, also finde ich gut. Geht am weitesten vom ganzen Cast, die Get Up Attack von Bowser. Ja, die ist super stark. Das killt auch noch so. So stark. Und das ist aber straight nach oben, da kannst du halt nicht mal so es viel covert, ein. Aber es covert auch so viel und es killt ja, einfach. Ja. Ist ein Combo-Starter, macht so viel Schaden, killt, covert so viele Optionen. Also so ein guter Move. Aber bei Bowser fehlt es halt schon mal nicht an Anti-Airs. Nee, und vor allem Side B hat er ja auch noch zum Landen. Ja. Und, ah. Ja, komplett underappreciated Character, auf jeden Fall. Na, meinst du? Also ich meine, sehr viele sind Bowser halt tatsächlich. Ja, also ich meine, der war halt auch eine sehr lange Zeit underappreciated, aber jetzt, seit Leon halt auch so gut gegen halt The Boss ankam, meinten halt alle, Bowser ist halt gut, aber Dark Thunder hat halt schon, bevor Leon halt gut geplaced hat, hier schon überall Wins geholt und ja, schon notable Wins gegen Light zum Beispiel gehabt. Und generell seitdem weiß man eigentlich, dass dieser Charakter schon seine eigenen Gimmicks hat, seine Bowser-Sachen, die einfach übertrieben früh killen. Vor allem so ein Heavy mit in den Händen eines solchen Spielers, sehr ruhig zu bleiben und jetzt vor allem so keine Emotionen zu verziehen. Einfach ab wie out of shield. Er spielt einfach, er geht halt immer für diese starken Optionen, aber gleichzeitig auch diese Guaranteed-Sachen im Neutral und im Defensiven, es funktioniert einfach. Weißt du, in anderen Augen, oh nein, ich habe 180, das könnte gefährlich sein. In seinen Augen, ich habe Rage, nice. Oh, jetzt bin ich noch stärker, super. Give me more, ey. Ja. Oh Gott, FTL killt jetzt an der letzten. Da muss Sonic sagen, das, das kann so frustrierend sein für Sonic. Das ist jetzt die fünfte, glaube ich, die jetzt voll getroffen hat. Er kommt einfach nicht rein. Jetzt sucht er den FTL, der man sieht's. Puh, da wollte er den FTL, ja. Ja, und jetzt knapp 200. Der wird bei 200 alles sterben. Alles killt. Nicht aber mal. Nichts killt Bowser. Ah, da ist halt Sonic. Da sind so die Struggles. Sonic ist sehr specific. Backthrow? Oh. FTL ist sehr schwach geworden. Also komischer Winkel. Ich weiß nicht, ob Backthrow gekillt hätte. Bei Carlos wahrscheinlich nicht mal. Oh mein Gott, ja, Bowser ist einfach profound, zu heavy. Profound sadness. Profound sadness. Oh mein Gott, oh ey. Mein Gott, Pivot Cancel up till 225. Das ist halt noch nicht vorbei. 25%. Zu viel Schaden, ey. Carlos ist bisher... Ich würde mal nicht sagen, dass die Stage in seinem Favor ist. Aber jetzt endlich ist das doch mal weg. Ja. Er ist einfach Dark Thunder, der Clan einfach komplett explodiert. Und einfach das Matchup wohl jetzt rausbekommen hat. Ja. Look at him. Er hört nicht auf. Er geht auch einfach offstage. Hast du gesehen, wie er dann noch seine Recovery Mix-Up hat? Ja, hat er angefangen zu mashen, um den zu cross-huppen. Genau. Sehr smart. So gut, ey. Und er läuft einfach. Er ist so viel mutiger geworden mit seinen Decisions einfach. Sonic struggelt gerade sehr, sehr stark, irgendwie überhaupt ins Game reinzukommen und der Up-Smash. Er hat seine Fußsohle getroffen, ey. Ja. Ah, die letzten zwei Games vorhin, die waren hart, ey. Wow. Yikes! Ja, Upsmash, aber auch Intangible, so eine gute Option für Enter-Airs. Also Bowser generell, so gute Enter-Airs, Armor auf jeden zweiten Move. Intangible Upsmash, hat nicht so viel Lag, hat sogar eine zweite Inbox, wenn er stampft und daraus kann man sogar Combo. Aber ja, war ein gutes letztes Match vor allem. Das war es ja auch jetzt schon.
Wie gesagt, Wave R ist damit abgeschlossen. Wir haben einige sehr gute Spieler, auf die man sich im Top 48 vor allem freuen kann. Ja. Deswegen ja, gehen wir gleich auf Wave B sofort drüber, haben gleich neue Kommentatoren, die ihr hoffentlich auch herzlich begrüßen werdet. Also, genau. Wie gesagt, enjoyed. Wir sind, würde ich sagen, erstmal raus. Es war genau. Mir eine Freude. Ja, war super. Immer wieder. Man sieht sich. Bye, bye. Ich hab euch beim Ausrasten gesehen. Das fand ich mir geil. Ja, du hast auch Spiel von mir. Ey, ich guck immer kurz.